herzlich willkommen zu Fallout 3. Wir befinden uns nach wie vor in der Zitadelle, wo die Stählerne Bruderschaft ja ihren Hauptsitz hier in Washington hat. Und ja, aktuell schauen wir uns den B-Ring ein bisschen an, wo hier die Quartiere sind. Und befinden uns jetzt gerade im privaten Quartier des ältesten Lions. Und ja, hier liegen ein paar interessante Sachen rum. Zum einen gibt es dieses Holoband hier. Das möchte ich mir auf jeden Fall gleich anhören. Und dann gab es hier ein Terminal. Das war gesperrt und sehr schwer. Da habe ich mir erlaubt, das im Off schon mal zumindest zu hacken. Ich habe nur noch nicht reingeschaut. Also ich habe es schon gehackt, aber noch nicht reingeschaut. Und hier drüben gibt es noch einen Wandsafe. Auch verschlossen, sehr schwer. Ich nehme an, dass wir den über das Terminal öffnen können. Und ja, deswegen will ich hier keine Haarklammern aufwenden, um den Versuch zu unternehmen. Beziehungsweise nicht dieses Spielchen von immer wieder, also einmal speichern, immer wieder laden, einmal versuchen, also automatisch versuchen und so weiter. Das dauert mir einfach zu lang. Wenn wir den einfach über das Terminal öffnen können, dann ist ja alles gut. So, aber erstmal das Holoband, das finde ich sehr interessant. Ältester Owen Lyons persönlicher Eintrag 1. So, dann schauen wir da direkt mal in unsere Notizen, müsste das sein? Ja, genau. Oh, was haben wir hier noch? Bericht der Gelehrten. Ach, guck mal, die haben wir ja auch hier bekommen. Offenbarung 21.6. Ja, das haben wir von unserem Vater noch bekommen. Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich will ihm, der dürstet, reichen vom Brunnen des Wasser des Lebens. Das Wasser des Lebens wahrscheinlich. Dann hatten wir hier Bericht der Gelehrten Jameson an den ältesten Lions. Den hat sie uns scheinbar noch gegeben, habe ich gar nicht mitbekommen. Von Gelehrte Elizabeth Jameson an ältester Lions. Ältester, ich habe die neuesten Berichte über die Zahl der Paladine und Ritter gelesen, die sich nicht zum erwarteten Zeitpunkt gemeldet haben. Ich verstehe ja, wie chaotisch die Zustände im Einsatz sind, aber die Tradition verlangt, dass der Tod eines jeden Bruders, der im Kampf fällt, in den Schriftrollen festgehalten wird. Wir können es uns nicht leisten, uns nicht die allergrößte Mühe zu geben, wenn es darum geht, Beweise dafür zu bergen, wer gefallen ist und wer überlebt hat. Ich verstehe, dass jeder einzelne Bruder für die Aufgabe hier in der Zitadelle und in der nahegelegenen Stadt gebraucht wird. Darum habe ich vor, Außenstehende damit zu beauftragen, Beweise dafür zu bergen, welche unserer Brüder dem Feind zum Opfer gefallen sind. Das wäre dann ich. Und ich soll die Holomarken, die Erkennungsmarken, bringen. Ich werde sie bitten, die Erkennungsmarken aller gefallenen Brüder zu bergen, die sie finden. Das ist das Mindeste, was wir tun können, wenn wir schon nicht die Mittel dafür haben, eine richtige Beerdigung in allen Ehren für sie abzuhalten. Sie brauchen sich keine Sorgen darum zu machen, Belohnungen für diese Beauftragten zur Verfügung stellen zu müssen. Ich werde sie aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Wow. Na, die scheint ja wohlhabend zu sein, wenn die uns pro Erkennungsmarke 100 Kronkorken gegeben hat. Also ich hatte ihr ja, ich weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Folge, ich glaube letzte Folge, habe ich ihr 5 Erkennungsmarken gebracht und sie hat mir, glaube ich, 500 Kronkorken gegeben. Also da scheint die ja ordentlich was auf Seite gelegt zu haben. Dieser finanzielle Aufwand ist es mir wert, wenn ich weiß, dass dadurch die Tradition aufrechterhalten wird, ohne dass die Ressourcen für ihre Mission angegriffen werden müssen. Wow. Also Respekt an die Frau. Mit stählernen Grüßen, Gelehrte Elizabeth Jameson, Head Librarian, Orden der Feder, Bunker von DC. Okay. Ja, und dann haben wir hier jetzt das Holoband, das ich gerade eingesammelt habe. Das hören wir uns also auch noch an. Nach unseren neuesten Aufklärungsberichten haben Soldaten der Enklave die vollständige Kontrolle über die Projekt Purity Einrichtung übernommen. Sie haben unschuldige Wissenschaftler brutal ermordet, darunter auch James. Er war dort, um das Projekt wiederzubeleben und musste dafür sterben. Sie werden für ihre Verbrechen zahlen. Ich habe nicht so hart gearbeitet, um zuzusehen, wie die Enklave das Wenige zerstört, das wir aufgebaut haben. Oh, es ging also tatsächlich um Project Purity in dem Eintrag. Und darum, dass er uns helfen wird gegen die Enklave, weil er nicht zusehen will, wie die Arbeit zerstört wird. Ja, das ist doch schon mal nett, das ist doch schon mal vielversprechend. Gut, dann schauen wir jetzt in das Terminal hier. Das Terminal des Ältesten.
Ja, das mit dem Kennwort hatte ich schon erledigt. So, und jetzt haben wir hier... Ah ja, genau, ganz unten ist der Safe wieder. Sehr gut. Den können wir schon mal öffnen. Und dann haben wir Fortschrittsbericht von Knappe Maxen. Ah, das ist der kleine Junge, den wir auch in der letzten Folge gesprochen haben. Den fand ich ja super, der ist ja total knuffig. Den mag ich, der ist auch richtig clever und so. Also, das ist echt mal ein sympathisches Kind. Gibt ja nicht viele sympathische Kinder, aber den mag ich. Knappe Maxen. Ja, da ist ein Fortschrittsbericht. Und dann Sarahs Geburtstag. Sarah ist seine Tochter, die Anführerin da der Lions Pride, also dieser Elite-Einheit. Ja, aber schauen wir erstmal in den Fortschrittsbericht. Die Ausbildung des knappen Maxen macht gute Fortschritte und der Junge hat offenkundiges Talent für den Umgang mit kleinen Waffen. Ach ja, hat er uns nicht erzählt, dass er einmal mit raus durfte, eine kleine Pistole bekommen hat und dabei Sarah fast erschossen hat? Also zumindest angeschossen hat, aber es war ja nur eine Fleischwunde oder so. Also ein Talent im Umgang mit kleinen Waffen würde ich das nicht unbedingt nennen, aber okay. Aber ich mache mir oft Sorgen um seinen emotionalen Zustand. Er ist ein Kind, umgeben von Mördern und wird selbst zum Mörder herangezogen. Ist das ein Eintrag, den der älteste Lions selber geschrieben hat? Denn dann irgendwie seine Brüder und das Umfeld hier als Mörder zu bezeichnen, ist irgendwie... Ja, irgendwie merkwürdig, oder? Also das klingt so negativ. Irgendwie. Dafür, dass er der Anführer dieser Mörder ist. Mal sehen. Vielleicht macht mich mein Alter zu zynisch und zu weich. Ja, das scheint er tatsächlich selber zu sein, der das schreibt. Zu zynisch und zu weich. Wer? Ich nehme an, das soll aber heißen. Da scheint auch irgendwie ein Buchstabe zu fehlen. Das ist irgendwie so, da ist eine große Lücke. Da ist, glaube ich, eine Leertaste reingerutscht anstelle eines kleinen A's. Gut, aber ich wünschte, ich könnte dem Jungen eine normale Kindheit bieten. Oder eine normalere Kindheit bieten. Eigentlich ironisch. Schließlich ist seine Erziehung meiner eigenen so ähnlich. Vielleicht ist es das, was mir Angst macht. Okay, das scheint also tatsächlich ein Eintrag von dem ältesten Lions selber zu sein. Aber wie gesagt, dass er seine Brüder hier oder seine, ja, Untergebenen so negativ mit dem Ausdruck Mörder belegt, statt zu sagen, er ist von Kriegern oder von Rittern umgeben, also das Ganze irgendwie ein bisschen positiv dastehen zu lassen, dass er die Leute hier selber als Mörder bezeichnet, ist ein bisschen merkwürdig. Nun gut, und dann haben wir Sarahs Geburtstag. Dieses Jahr darf ich Sarahs Geburtstag auf keinen Fall vergessen. Na wow, was ein Held. Wer vergisst denn den Geburtstag seiner Tochter? Vielleicht schicke ich Cross nach Rivet City, um in den Läden nach etwas Hübschem zu suchen. Sarah hat vielleicht vergessen, dass sie eine Frau ist, aber ich nicht. Und auch die anderen Brüder offenbar nicht, angesichts der Blicke, die sie auf sich zieht. Oh, ich glaube, das ist das Schwerste für einen Vater, wenn er irgendwann feststellt, dass seine Tochter zur Frau wird. Und dass andere Brüder, dass andere Männer ihr hinterher schauen. Das ist wahrscheinlich... Ja, aber er scheint ja eh nicht so sehr... Ich weiß nicht. Wenn er den Geburtstag schon vergessen hat und dann irgendjemand anderes schenkt, gut, vielleicht kann er wirklich nicht so einfach da weg von dem Posten. Aber dann halt jemand anderen, ja, geh mal gucken, ob du was Hübsches für meine Tochter zum Geburtstag findest. Vorausgesetzt, ich vergesse den Geburtstag gar nicht erst. Also gut, gehen wir mal davon aus, dass es wegen dem Alter ist. Vielleicht ist er einfach so alt geworden, dass er den Geburtstag vergessen hat. Schreiben wir ihm da mal irgendwie was gut. Versuchen das mal zu erklären. So, jetzt haben wir den Wandsafe geöffnet. Oh, hallo. Ah, ein persönlicher Eintrag Nummer 2. Sehr schön. Schmugglers Ende, was ist das? Ach, eine Waffe, wie es aussieht. Kronkorken 300 und 50 Energiezellen. Ja, nehme ich mal alles, ne? Ist ja ein grüner Safe. Darf ich ja. Ich muss ihn nur öffnen. Wer es schafft, ihn zu öffnen, darf sich bedienen. Gut, dann hören wir uns natürlich den zweiten Eintrag noch an. Hier sitze ich in der Sicherheit der Zitadelle, während die Menschen des Ödlands leiden und sterben. Ich, ein gescheiterter, schwacher alter Mann. Was habe ich denn schon erreicht? Wie vielen konnte ich helfen? Die Supermutanten sind noch immer aktiv. Die Menschen sterben an Durst und Strahlung. Die Ältesten des Westens weigern sich, meine Existenz anzuerkennen.
Sogar einige meiner eigenen Leute sind zu Ausgestoßenen geworden. Und jetzt die Enklave. Technologisch überlegen. Unendliche Ressourcen. Die Macht muss in fähigere Hände. Aber ist die Zeit dafür schon reif? Ah, okay. Der älteste Lions ist so ein bisschen... Ja, er reflektiert gerade so ein bisschen über seine Situation und scheint so ein bisschen resigniert zu sein. Ja, er ist nicht so ganz glücklich mit seiner, mit seiner Situation und mit dem, was er erreicht hat, was in seinen Augen scheinbar nicht viel ist. Und was ich gerade interessant fand, war die Sache mit den Ausgestoßenen, also die Ältesten im Westen, akzeptieren seine Existenz nicht, oder was hat er gesagt? Also irgendwas... was schon, das ging glaube ich darüber hinaus, was eigentlich gemeint war. Also sie erkennen das nicht an. Sie erkennen das nicht an, aber er sagte irgendwie, sie erkennen meine Existenz nicht an oder so. Wahrscheinlich erkennen sie seinen Vorsitz hier der ganzen Sicht, also dass er der Älteste ist. Seine Position erkennen sie nicht an, nehme ich mal an, soll das heißen. Und er sagte, dass selbst einige seiner eigenen Männer zu Ausgestoßenen geworden sind. Und da habe ich mich nämlich schon gefragt, wie es zu den Ausgestoßenen kommt. Also die scheinen halt freiwillig hier abgewandert zu sein. Denn dass es Ausgestoßene gibt in irgendeiner Form, wissen wir ja allein dadurch, dass wir hier diese Powerrüstung gefunden haben. Ich glaube, ich habe Jericho die Powerrüstung der Ausgestoßenen gegeben. Ja, was denn? Schauen wir gerade nochmal rein. Aber gern. Ja, genau. Er hat hier Powerhelm und Powerrüstung der Ausgestoßenen. Und da hatte ich mich nämlich schon gefragt, wer sind denn die Ausgestoßenen? Und Ausgestoßenen von was? Von wem? Von wo? Was machen die? Was hat das mit denen auf sich? Also es scheinen tatsächlich Ausgestoßene der Stählernen Bruderschaft zu sein. Und zum Teil scheinen die tatsächlich freiwillig abgewandert zu sein, nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Ja, stürzen wir uns in die Action. So, und um euch mal zu zeigen, was ich mittlerweile trage, ich habe mir hier die schicke Tesla-Rüstung dann mal gegönnt, wo ich ja jetzt Power-Rüstung tragen kann. Habe ich mir mal die rausgesucht, die von den Werten her am coolsten ist, am besten ist und eigentlich auch ziemlich schnieke aussieht. Gut, das mit den Blitzen braucht man nicht unbedingt und mit diesem ganzen, mit diesen Energiespulen da an der Seite und allem. Aber ansonsten macht das schon ein bisschen was her und ist ein bisschen, ja, respekteinflößend, hoffe ich. Es wird mir gerecht, wie ich finde. So, und das müsste eigentlich, ist das die beste Powerrüstung, die ich so im Inventar hatte und dann halt auch gut reparieren konnte. Und die Jericho hier trägt, ist die zweitbeste. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Was ist mit euch los? Mit euch habe ich schon gesprochen. Ja, ich glaube, im B-Ring haben wir uns dann auch umgeschaut. Das hier war Maxons Zimmer, soweit ich weiß. Ja, hier sind überall noch Terminals. Hier Maxons Terminal. Ah, das ist auch noch gesperrt. Und oben gab es auch noch... nicht oben. Außen quasi. Beziehungsweise, nee, weiter innen eigentlich. Im A-Ring, da bei den Archiven gab es auch noch Terminals. Ja, die müssen wir uns bei Gelegenheit mal anschauen. Auch hier überall das, was das Service-Terminal oder sowas? Oder was war das? Personal-Terminal. Irgendwie sowas. Die haben wir uns jetzt alle nicht angeschaut. Ich will mich auch nicht so lange hier aufhalten eigentlich. Das ist mir jetzt schon eigentlich schon zu lang gewesen. Und deshalb, ja, schauen wir uns die Terminals bestimmt beim nächsten Mal mal an. Ich glaube, das hatten wir sogar hier von, wie hieß er, Sawbones? Oder so? Wie hieß du noch gleich? Genau, Sawbones. Das Terminal hatten wir uns schon angeschaut. Aber ansonsten behalte ich mir das mal für einen weiteren Besuch hier auf, denn ich nehme mal an, dass wir nicht zum letzten Mal hier gewesen sein werden. So, wir haben aber auch noch einen Bereich, den wir noch gar nicht gesehen haben. Genau, das müsste hier das Labor sein und da würde ich ganz gerne jetzt mal hinlaufen. Das heißt, wir laufen hier einmal den A-Ring durch und dann war das doch... Oh, nee, Moment, das hier war die Höhle, die Löwenhöhle. Da geht's wieder... Nee, dann war das hier hinten. Da geht's wieder zum Innenhof. Gab's nicht irgendwo, es gab doch irgendwo eine Treppe. Gab's nicht irgendwo eine Treppe, die nach unten führte? Moment. Da geht's zum Innenhof. Ach, hier. Genau, hier ist das. Armory und Lab. Da möchte ich hin. Da waren wir nämlich noch nicht. So, und hier sollten nämlich auch noch ein paar Leute sein, die wir suchen. Zum Beispiel der gelehrte
Rothschild, glaube ich, heißt er. Den sollen wir nach irgendwas fragen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wonach. Huch, wer bist du? Ja, wahrscheinlich kein Gelehrter, oder? Nee, einfach irgendein Ritter. Ist das jetzt hier das Labor oder welcher Bereich? Hier geht's zur Schmiede. Paladin Cross. Seien Sie gegrüßt. Im Namen der Gastfreundschaft und im Namen des ältesten Lions heiße ich Sie in der Zitadelle willkommen. Ich bin Sternpaladin Cross, Hüter des Arm und Seneschall des ältesten Lions. Ich habe die Ehre, Ihnen sagen zu dürfen, dass ich Ihren Vater gekannt habe. Nun, was kann ich tun, um Ihnen zu helfen? Ah, das ist also Cross. Also auch eine Frau. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Und sie sollte eventuell nach Rivet City gehen, um für Sarah ein schönes Geburtstagsgeschenk zu suchen. So, Sie kannten meinen Vater. Und ob ich ihn kannte. Und Sie ebenfalls. Vor langer Zeit half ich den Wasseraufbereiter gegen die Supermutanten zu schützen. Als Ihr Vater ging, begleitete ich Sie mit ihm nach Megaton. Er war ein edler Mann. Die Nachricht von seinem Tod hat mich mit Trauer erfüllt. Doch ich hörte, dass sein Tod ehrenvoll war. Er starb für Sie. Ich kann nur beten, dass mein eigener Tod ebenfalls so sinnvoll sein wird. Ja, das hätte er nicht machen sollen. Oder hätte er nicht machen müssen. Ich wäre schon allein zurechtgekommen. So, ich liebte ihn so sehr. Ich werde ihn nie vergessen. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass Ramsay sowas sagen würde. Wieso ist es wichtig, wie ein Mann stirbt? Tod ist Tod. Das klingt schon mehr nach Ramsay. Er starb genauso, wie er lebte, als selbstsüchtiger Vollidiot. Das ist eine Spur zu hart. Also selbst für Ramsay, wie ich finde. Ja, eigentlich nicht, aber ich bringe es gerade selber nicht übers Herz, das zu sagen. Also versuchen wir es damit. Schon recht. Und am Ende holt der Tod uns alle. Aber wie wir sterben, kann genauso viel über uns aussagen wie unser Leben. Ihr Vater starb für das, was er für richtig hielt. Und er starb, um seine Liebsten zu beschützen. Ein guter Mann ist von uns gegangen. Ich habe von Ihren Reisen durch das Ödland gehört und muss sagen, dass mich diese Geschichten beunruhigen. Sie könnten bessere Taten vollbringen. Ich hatte gehofft, an der Seite des Kindes meines früheren Freundes kämpfen zu können. Aber dafür müsste sich schon einiges ändern. Oh, schau mal an. Was war das jetzt? Ihr Karma ist zu niedrig? Mist, das habe ich jetzt nicht ganz gelesen. Hätte die auch ein Begleiter sein können jetzt? War das deshalb? Ich habe nämlich gerade mich gefragt, ich habe gerade gemerkt, dass das mal jemand ist, der tatsächlich ja uns ein bisschen rügt für unsere Art, wie wir im Ödland uns bisher benommen haben. Also das ist ja eigentlich so, den meisten anderen ist das ja eher egal. Und dass sie jetzt sagt, ich hatte gehofft, an der Seite kämpfen zu können, das deutet darauf hin, dass sie eventuell ein Begleiter hätte sein können, wenn man gutes Karma hat. Gut, das würde dazu passen, dass Jericho, glaube ich, nur deshalb mit mir gekommen ist, weil ich schlechtes Karma habe. Dann muss es ja theoretisch auch jemanden für die Gegenrichtung geben, also damit man halt in beiden Richtungen irgendwelche Vor- und Nachteile hat. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass es dann auch Begleiter gibt, also mindestens einen, der sagt, ich komme nur mit, wenn du positives Karma hast. Und das scheint hier Star Paladin Cross zu sein. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe leider den Text oben in der Ecke nicht ganz gelesen. Aber ich nehme an, dass das da gestanden hat. Also, dass sie mitgekommen wäre, wenn ich gutes Karma hätte. Ja, ich möchte, dass sie mit mir kommen. Nö, eigentlich nicht. Aber ich kann es einfach mal sagen. Mal sehen, was sie dann sagt. Also, eigentlich möchte ich nicht, dass sie mit mir kommt. Und wird sie ja auch nicht, weil ich eben negatives Karma habe. Wozu ich gleich nochmal was sagen muss. Tut mir leid. Bis Sie sich des Erbes Ihres Vaters nicht als würdig erwiesen haben, kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, schade. Ah, genau, ja, Gefolgsmann. Jetzt habe ich wenigstens das Wort Gefolgsmann gerade so erfassen können. Also tatsächlich, sie wäre quasi das positive, Pendant. Nee, sie ist quasi die positive Version von Jericho. Cool. Also, ja, mehr oder weniger. Ich kann sie halt jetzt nicht rekrutieren, aber gut. Alles Gute. Alles Gute. Ja, cool. Ja, und zu meinem negativen Karma können wir hier gerade nochmal in die Statistik reinschauen, oder wo ist das? Wo ist denn das gerade? Ach genau, hier. Architekt des Verderbens.
sehr geil. Ich fand ja schon irgendwie, was war das, Geißel des Ödlands und so, fand ich ja schon sehr geil. Und ich wusste nicht, dass es tatsächlich noch mieser geht. Jetzt bin ich Architekt des Verderbens. Wie cool ist das denn? Das ist doch mal ein schöner Titel, den mag ich. Und da bin ich mal gespannt, ob es da tatsächlich noch irgendwas Schlechteres gibt, ob wir da irgendwie noch andere Titel zu sehen bekommen. Aber den feiere ich schon so ein bisschen. Architekt des Verderbens. Das klingt super. So, hier ist ein Terminal. Was haben wir hier? Laborterminal der Zitadelle. Okay, das schauen wir uns auch irgendwann später mal an. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. So, wer seid ihr denn hier alle? Die kannten wir ja schon. Wer ist das da? Der Kollege hier? Gelehrter Bowditch. Ich habe das Gefühl, dass wir von dem auch schon gehört haben. Hier ist einfach nur irgendein Terminal. Ja, ich glaube, wir haben den Namen schon gehört. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Zusammenhang und was der wollte. Aber fragen wir ihn doch mal. Ja, hallo. Ich habe von Ihnen gehört. Wir haben hier in der Zitadelle nur selten Fremde. Vor allem selten solche, die ohne Eskorte herumlaufen. Ich bin der gelehrte Bowditch. Falls Sie etwas brauchen, dann fragen Sie einfach. Okay. Witzigerweise ist bei ihm unten der Text jetzt auch in Englisch gewesen. Okay. Achso, ich könnte ihn auch nochmal nach den Holotext fragen. Will ich aber nicht. Was machen Gelehrte eigentlich? Irgendwelche Kommentare zur Enklave? Supermutanten? Ausrüstung reparieren? Achso, das scheint hier ein... Ist das ein Händler? Können Sie mir mehr über die Stählerne Bruderschaft erzählen? Nee. Also der scheint nur Ausrüstung reparieren zu können, aber ansonsten hat er, glaube ich, kein Handelsinventar. Sehe ich jedenfalls hier keine Option gerade. Ja, dann reden wir so einfach noch ein bisschen mit ihm. Gelehrte machen alle möglichen Dinge. Verstehen Sie, bei den Gelehrten gibt es drei Orden. Und jeder dieser Orden beschäftigt sich mit einem anderen Forschungszweig. Ah, okay, das haben wir schon mal von der anderen gehört. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht alles fragen. Ich bin der Anwalt des Ordens des Schilds. Ich leite die anderen in meinem Orden und sorge dafür, dass unsere Verteidigungsanlagen intakt sind. Wissen Sie, wie lange es dauerte, die Ruinen zu befestigen? Aus der Schale des Pentagons schuf ich eine Zitadelle. Gar nicht so leicht. Aber das war in der Vergangenheit, als wir uns nur um diese verdammten Supermutanten sorgen mussten. Diese Enklave, das ist etwas anderes. Okay. Ich hätte gedacht, dass das Ganze hier schon irgendwie was länger steht. Und dass also die Zitadelle schon sehr viel länger ein derart befestigter Ort ist. Aber wenn er das hier quasi verantwortet hat, den Umbau des Pentagons zur Zitadelle, dann, ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber so sehr lange kann es dann noch nicht her sein. Okay. Aber sicher. Aber sicher. So, irgendwelche, nee, ich komme, ich frage jetzt nicht alles nochmal. Erzähl mir nochmal allgemein schnell was über die Stählerne Bruderschaft. Oh ja, ich erzähle gern mehr. Ich glaube sogar, dass ich mehrere Texte über die vielen einzelnen Aspekte der Bruderschaft schreiben könnte. Ich vermute allerdings, dass Sie es eilig haben. Was wollen Sie also genau wissen? Ja, gute Frage. Grundlegende Ansichten. Was waren für Sie die Höhepunkte Ihrer Zeit bei der Bruderschaft? Was war die größte Herausforderung? Fragen wir nun mal die beiden Sachen. Ich rede mir gerne ein, dass ich noch einige große Erfolge erzielen kann, aber einige meiner Gelenke scheinen neuerdings anderer Meinung zu sein. Ich kann Ihnen sagen, was die Tiefpunkte meiner Zeit gewesen sind. Jeder Schuss, der auf mich abgefeuert wurde. Ich bin ein Gelehrter und kein Soldat. Okay, und die größte Herausforderung? Jede Aufgabe, der wir gegenüberstehen, scheint immer die schwierigste zu sein. Zuerst das Überleben, dann die Expansion und jetzt die Zusammenarbeit. Wir haben schon viele Missgeburten des Ödlands oder Möchtegern-Diktatoren erlebt. Die sind nicht so schlecht, jedenfalls kennen wir die Sorte schon. Die jüngsten Ereignisse allerdings, wie zum Beispiel der Bruch mit den Ausgestoßenen, diese Probleme machen mir wirklich Sorgen. Okay. Alles nicht so spannend. In Ordnung. Sonst noch was? Nee, ist okay. Auf Wiedersehen. So, ich hatte irgendwie gehofft, dass wir in dieser... da ist er wieder. Dass wir in dieser Folge hier weiterkommen, beziehungsweise mal durchkommen. Und auch den Rothschild finden. Der ist wahrscheinlich hier unten jetzt, oder? Was haben wir hier für ein ulkiges Terminal? Liberty Prime Operations. Okay, das klingt interessant und wichtig. So, wer sind die Leute hier? Ah, das ist er. Okay, den hier brauchen wir. Und du bist irgendein Gelehrter. Wen haben wir hier sonst noch? Ach, hier sind jetzt
Hier sind unsere Wissenschaftler jetzt, unser Wissenschaftsteam. Ja, Alex Dargan, genau. Laborterminal. Dr. Lee ist hier. Wen haben wir hier noch? Genau, er hier, Garza. Ja, der steht hier in den Toiletten. Der hatte ja den Herzfehler und unterwegs irgendwelche medizinischen Schwierigkeiten, die wir erst noch lösen mussten. Ist aber scheinbar alles gut gegangen. So, das heißt, die Leute brauche ich jetzt aber... Ah, Hund! Oh, Nervtöt. Dann kommt schnell rein, ihr beiden, damit ich wieder raus kann. So, die ganzen Leute brauchen wir jetzt nicht. Wer bist du? Irgendein Gelehrter. Irgendein Gelehrter. Und ihr, willkommen. Gelehrter. Gibt es etwas? Noch ein Gelehrter. Okay, dann haben wir auch nur noch den... Wo? Dann haben wir auch nur noch den Rost... das ist cool. Was ist das denn? Ah, ich glaube, das bewegt sich hier einfach irgendwie so random über die Karte, aber das ist cool. Mit der Karte hier? Oh, das ist doch eine schicke Sache. Witzig, dass man da eigentlich gar nicht wirklich was sehen kann. In der Mitte, wo das Fadenkreuz drüber geht. Wo eigentlich hier wahrscheinlich eine Lupe sein sollte, um das besser zu erkennen. So, was haben wir hier? Eine Tür zur... Ach, zur... Messehalle, quasi. Mal kurz reinschauen. Hier sind keine Leute mehr. Ich will mich ein bisschen beeilen, weil wir hier eigentlich schon zu viel Zeit vertrödelt haben. Ich möchte auch gerne mal wieder raus und ein bisschen was anderes erleben als nur die Zitadelle hier. Ist ein bisschen blöd, dass das so ein Riesengebäude ist. Okay, hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Ja, und hier ist die Messehalle, die Kantine. Hier steht eine Tür, einfach so. Okay. Gut, ja, dann können wir wieder raus aus der Messe und nochmal kurz mit dem, wo ist er jetzt? Mit dem Rothschild sprechen. Welcher war das? Der nicht. Der auch nicht, verdammt. Ah, hier in der Ecke war der, glaube ich. Oh, und hier ist Armory noch. Nee. Willkommen. Peabody. Okay, der scheint auch noch interessant zu sein. Terminal. Laborterminal. Oh. Hey, gibt's hier Gefangene oder was? Ach so, nee, das Waffenlager quasi. Gibt es etwas, wobei Ritter ich helfen Captain kann? Durga. Ich sagte doch, die Bruderschaft treibt keinen Handel mit Außenstehenden. Falls Sie eine Schade. Genehmigung wollen, wenden Sie sich an den ältesten Lions. Ah, der älteste Lions wieder. Sie schon wieder? Habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt? Ich habe Befehl vom ältesten Lions, mit Außenstehenden keinen Handel, um Vorräte zu treiben. Falls Sie damit ein Problem haben, dann reden Sie mit ihm. Quartiermeister Ende. Wow, die ist ja unhöflich. Aber ich bin es doch. Ich bin hier der Held des Spiels, quasi. Gut, dann müssen wir nochmal mit dem Ältesten reden, um eventuell handeln zu können. Jetzt rede ich erstmal noch schnell mit Peabody. Der Älteste hat uns über ihre Ankunft informiert. Ich bin der gelehrte Peabody. Herzlich willkommen und so weiter. Nun, ich bin wirklich sehr beschäftigt. Wollten Sie etwas Bestimmtes? Ich habe ein paar Fragen. Ich wüsste gern was. Irgendwelche Kommentare? Nee, ich glaube, dann eher nicht. Im Namen des Ältesten. Ja, du mich auch. So, der Älteste war doch gerade noch hier oben. Der lief doch hier gerade rum. Ah, da hinten. Halt, alter Mann, halt! Gehen Sie nicht durch diese Tür! Gut, dass hier noch eine Treppe im Weg war. Ausgestoßene. Nee, ich möchte hier mehr erfahren. Hier, Handelserlaubnis, genau. Boah, dass ich bei jedem Einzelnen hier, zu jedem einzelnen Posten erstmal hin muss, die mir sagen, hol dir eine Erlaubnis vom Ältesten, ich dann wieder zum Ältesten muss, um den zu fragen, ich hätte gerne Erlaubnis hier und hierfür. So, also jetzt gerne eine Handelserlaubnis. Normalerweise geht das nicht. Mit Außenstehenden Handel zu treiben, hat sich in der Vergangenheit als problematisch erwiesen. Angesichts der Umstände werde ich aber eine Ausnahme machen. Ich werde Durga sagen lassen, dass sie volle Handelsbefugnis haben. Haha, vielen Dank. So, und jetzt war hier gerade nochmal was mit Roboter. Genau, ich nehme an, da wird es um Sawbones gehen. Fragen wir ihn da auch nochmal ganz kurz nach. Ach ja, alle fragen nach dem Roboter. Das lässt sich ja auch nicht vermeiden, das muss ich zugeben. Er heißt Liberty Prime. Sehr patriotisch. Er wurde in einer Zeit großer Verzweiflung von einer sehr stolzen Nation gebaut.
Wir hatten aber genauso wenig Erfolg beim Versuch, ihn in Gang zu setzen. Sie sollten mit dem Gelehrten Rothschild reden. Wer weiß mehr? Oh, es ging nicht um Sawbones. Es ging um einen Roboter, der offenbar über dieses Terminal von eben bedient wird. Der Stahl sei mit Ihnen. Ja, ja, und mit dir sowieso. Roboter? Oh. Da ist ein Roboter. Ha! Ach, guck mal. Da steht ein Roboter. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, kann man ja mal übersehen, sowas. Ich habe hier das Terminal gesehen, Liberty Prime. Ja, ich habe nur nicht gesehen, dass da ein riesiger Roboter in der Mitte des Raums steht. Deshalb sind hier auch überall so große Tore gewesen, oder? Nee. Nach oben. Ah, der steht... Ach, guck mal, das ist wahrscheinlich diese, die Platte in der Mitte des Innenhofs. Die kann man dann wahrscheinlich... Der kommt doch garantiert noch zum Einsatz. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der hier nur zum Spaß rumsteht, wenn hier auch noch ein Terminal... Ich bin hier runtergefallen. Wenn hier noch so ein Terminal steht, womit der bedienbar ist, dann kommt der doch garantiert noch zum Einsatz, was ich natürlich sehr feiern würde. Ja, das sieht so aus, als könnte der da oben rausfahren. Dann ist das wahrscheinlich diese Platte in der Mitte des Innenhofs eben, die man öffnen kann. Ich dachte, da drunter wäre vielleicht auch irgendwie ein Vertibird oder irgendwas. Aber dann ist wahrscheinlich dieser riesige, coole Roboter da drunter. Das ist ja geil. Oh, da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Ja, und deshalb ist wahrscheinlich das Eingangstor auch, glaube ich, so groß gewesen. Dann kann der da nämlich mal eben rausmarschieren. Oder war das nicht sogar... Ich meine, das Eingangstor wäre so groß gewesen, wo ich noch gedacht habe, wofür ist das so groß? Aber ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher. Vielleicht fliegt der auch einfach raus oder so. Ja, auf jeden Fall sehr coole Nummer. So, gehen wir mal ganz kurz an das Terminal dazu. Auch wenn ich ihn nicht aus Versehen jetzt aktivieren möchte. Historical Records. Diagnostic Reports. Reports wahrscheinlich. Lead Scribes Journal. Ach Gott. Voice Emitter Test. Okay. Ja, die werde ich wahrscheinlich nicht kennen, ne? Ja. Schade. Also wir haben hier historische Aufzeichnungen, dann diagnostische Berichte, dann vom... Ja, die Notizen des Hauptschreibers, also wahrscheinlich der hier den Code dafür geschrieben hat oder so. Und Voice Emitter Test? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Sprachsteuerung oder so, was weiß ich. Keine Ahnung, was man mit dem Ding anfangen kann. Aber garantiert wird das bestimmt noch eine Nummer. So, wir können also jetzt hier Handel treiben und ich weiß, ich überziehe schon wieder. Ah, ich will hier endlich auch mal wieder raus, ehrlich gesagt. Ich würde ganz gerne jetzt noch ganz kurz nochmal hier mit dem... Wo sind die Handelsleute? Nochmal ganz kurz mit denen sprechen. Einmal gucken, ob die was Cooles haben zum Handeln. Die freche Frau. Ne, hier war das auch nicht. Mann, wo war denn das? Da hinten. Einmal kurz in deren Inventar quasi schauen. Und dann sprechen wir endlich beim nächsten Mal hier mit dem Rothschild über unsere weiteren Aufgaben. Denn ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll als nächstes. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Aber jetzt erstmal hier. Ich habe Nachricht vom ältesten Lyons erhalten. Er sagt, Sie haben die Erlaubnis, mit uns zu handeln. Gut für Sie. Ha, gut für Sie. So, Sachen reparieren, das Angebot mal sehen. Ja, ich will das Angebot sehen. Na klar, aber machen Sie schnell. Machen Sie schnell. So, Waffen. Haben die hier irgendwas Cooles? Raketenwerfer. Kronkorken haben die 473. Ist auch nicht so besonders viel. Kann ich denen gar nicht so viel bringen. Powerhelm. Hochleistungsstrahlenanzug. Okay. Habe ich sowas schon? Ich weiß es gar nicht. Aber wahrscheinlich. Stimpaks und Munition. Ja, wow. Das ist ja bahnbrechend hier, was die zum Handeln haben. Idioten. Natürlich. Sinnfrei. Hätte ich gar nicht machen müssen, hier mir die Handelserlaubnis holen. Ja gut, dann haben wir uns soweit hier umgeschaut. Jetzt bleibt noch offen, mit dem Gelehrten zu sprechen. Das werden wir dann in der nächsten Folge endlich machen. Und wie gesagt, diese ganzen Terminals, die hier überall rumhängen, die schauen wir uns auch irgendwann noch weiter an. Und ja, mal sehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das letzte Mal hier gewesen sind. Ich denke mal, die Zitadelle ist dann doch schon irgendwie ein ziemlich zentraler Ort, an den uns zumindest die Hauptstory immer mal wieder führen wird. Je nachdem, wie lang die jetzt noch ist. Und ansonsten kann man ja auch jederzeit wieder hierher zurückkommen. Also von daher
wie gesagt, werden wir nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ja, und dann bin ich natürlich gespannt, was es mit dem Roboter hier auf sich hat. Das werden wir wahrscheinlich auch noch erfahren, gehe ich mal von aus, hoffe ich zumindest. Und ja, so geht's also dann weiter das nächste Mal mit dem Gelehrten dort drüben in der Ecke. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute, freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, macht's gut und bis dann.